Da können wir nichts, der Alex, der ist da. So, habt ihr schon, wollte diesmal Thema, läuft schon oder? Sind wir schon auf Sendung? Sollen wir diesmal zum Thema nochmal zum Einleiten? Kiez, willkommen zu Kiezenf. Mein Name ist Ken Jebsen und im Mittelpunkt steht wie immer der Mensch. Heute hat er eine Brille auf, damit man nicht sieht, wie drauf er ist. Ja, das ist die Anti-Trophy-Brille. Ja, du bist das? Hast du noch nicht schlafen? Nö. Mir ist es irgendwie so schläfrig. Das liegt da am Alter. Ich gehe auf die 40 zu. Oh. Ich gehe auf die 70 zu. Irgendwas in der Richtung. Oder war doch du siehst aus wie ein Niggerkalle vom Kiez. Ja. Dann bist du erst nach Hause gekommen. Genau, was fragt der Papa, wann bist du denn erst nach Hause gekommen? Nee. Irgendwann um Feierabend. Ja, keine schlechte Antwort. Achso, du warst ja mit gekommen im Buchplatz. Wüsste ich gar nicht, nee. Wir gucken mal, wann der Rest... Ich war gestern hier. Sag mal, soll ich ein bisschen Getränke holen? Guck mal, Wolfgang hat eine ganze Battletüte voll mit dir gebracht. Den geht's ja nicht. Also die Flaschen mit dir und darf Getränke holen. Wie leere Flaschen dabei? Oder? Ja, er hat jetzt schon alle leer. Naja, das hat ja extra mitgebracht, das war ich da nicht, naja. Ja. Nee, was wollte ich sagen? Weil wenn mir einer neu geklopft hat, der ist auf dem Schlüssel, das wusste ich nicht. Nee, ich hab nicht mehr geklopft bei dir, eigentlich. Nee, macht man ja auch nicht, klopft man ja auch nicht. Licht war angewiesen, die ganze Nacht, ich hab das gleich, wie du kamst, ausgemacht gehabt, kann sein. Kannst du den am Wochenende auch anlassen, den Lass Stecker? Ich auch den was. Stecker, da ist ja, da wenn er unten zwischen an ist, ist ja nicht an. Und wenn nee, ich hab das, war ja auch normalerweise, also ich hab seine... Ja, schimpft man nicht mit ihm. Ich hab sein Zimmer aber nicht angemacht, da bin ich mir aus Versehen am Schalter angekommen, hab ich das mit ausgemacht. Entschuldige bitte. Ja, entschuldige bitte, Alex. Alex, könntest du Feuer machen in deinem Outfit oder ist es Anti-Feuer-Outfit? Ja, Mafia 3. Nee, mach ja 5 und so weiter. Ich mache Getränke vorher, oder bevor ich ja, Feuer kann man mache. Ja machen. Feuer mache, dann ich mache erstmal Feuer. Dann wird der Kaffee nicht kalt. Oh. Ist das ein Kaffee? Ja, das ist mit Hafer-Cuisine. Ih, mit Drogen. Mit das besagte Weißbrot. Genau! Die Show fängt an. Die Show fängt an. Der meinte, das war mich so, sagte so. Balsamico? Ah, ihr da habt ihr einen Zirkus euch da unten gebastelt, ne? So selbst und wer redet denn von wem? So ein Selbstdarstellungs, wo uns alle schön. Wer denn? So, ne? Andrea sagte über uns. So, wir werden hier so eine. So kennst ein, du diese so Frau? Männer, also ein Männer, so ein Männerverein. Was heißt denn hier Männerverein? Was soll denn das? Wir haben noch Wolfgang dabei. Die sich hier. Ja, wir machen uns wichtig, ja? Ja. Na, keine Ahnung, ich meine... Einer muss sich ja mal wichtig machen jetzt. Ja, das ist immer der mit dem Anzug, eigentlich. Und, was du gehört? Halt gekocht. Schön, Brot, dann machst du machst halt den Jesus. Genau, du musst Wolfgang, den Brot... Ich wusste ja nicht, was los hat, gedacht, du tun mal, ich komm ein Brot bringen mit. Die Flasche mit dem und was Neues dafür holen. Ach oh Gott, das ist alles. Ja, Flaschen haben wir ohne Ende. Ist hier auch Kammreit. Was jetzt alle nach und nach scharf. Naja, ich hab doch immer eine auf Special-Position. Eine Wanderung. Hast du irgendwo Feuerholz vorbereitet? Ja, hab ich. Guck mal, im Holzraum. Im Holzraum hab ich alle Schuhe vorbereitet. Das ist ja so aufregend hier. Wolfgang, willst du die Tränke holen in der Zwischenzeit? Ich mach Feuer, du holst die Tränke, ich geb dir Geld. Ja. Na Mann. Bevor wir hier alle dumm rumsitzen. Was soll ich denn holen? Na, hol. Da komm ran hier. Hier, hoch hier. Kennst du Erdinger alkoholfrei? Boah. Du? Ah, Erdinger alkoholfrei. Kennst du das? Erdinger. Erdinger alkoholfrei. Sag mal Erdinger alkoholfrei zu dem. Gehst aber zu dem Liebenspiel in der Hobrich, wa? Du gehst zu dem hier, der ist ja nebenan. Also was der Deal mit dem. Egal. Hol mal 4 Bananenmate und 4 Erdinger alkoholfrei, bitte. Kannst du dir merken. Wow, cool, das Wort wird groß. Du? Was? 4 Bananenmate.
Von denen ja. Ja, vier von denen. Ja. Von denen. Und hast du den Anruf? Und vier Erdinger alkoholfrei, aber wichtig ist alkoholfrei. Vier Erdinger alkoholfrei. Ja, kein Alkohol. Sondern kein Jungen gibt es kein Alkohol. Ist jugendfrei hier. Hast du Feuer auf Tisch? Zu doch zu dick für die Hose eigentlich. Habe ich mir geholt für 50 Euro. Für 51 Euro. Ja, Amerika, ein Secondhand für eine Hochzeit. So. Ein selbstgesteuertes Ding, weißt du so. Keine Etiketten. So, aber ich bin noch zu fett. Jetzt machen die alle hier die Hose fertig. Was ist denn los? Schöner Biergartenstuhl. Berliner Biergartenstuhl. So, also vier Matte und vier wenn noch gib noch mehr aus. Wenn du noch genug Geld hast, dann füll auf. Ja. Hol ihn rein. Worauf du Bock hast. Achso, wolltest du doch haben. Ja, ich wollte so wollte ich es haben. Ach, ich verstehe das alles nicht mehr. Ich habe mir überlegt, du hast dir was überlegt. Was hast du dir überlegt? Nicht. Nee. Dokumentation, wir packen uns da alle, sind alle einspurig oder alle drauffolgend? Das ist schon mal die richtige Lektüre. 33, 44, 41, 40. Das ist der Adler. Ne? Ja, ist der Adler, Propagandablatt der Luftwaffe. Ach nee. Ja. Das sieht auch hier wie so eine Ahnengalerie aus. Die eine Adlergalerie. Nee, guck, das sieht eigentlich die so aus. Die guten alten Zeiten. Oh. Das ist so ja. Aus. Und deswegen. Deswegen ist das so. Ja. Ich habe einen Aufnäher bekommen von Valentin, der war in L.A. bei den Funk-Freaks, Latinos, ne, Mexikaner, die so eine Musik, Funk-Musik machen, DJs und so, eine ganze Gang, so vorsagen. Und die hatten dann so einen Aufnäher, dann auch so ein bisschen, die Schrift war auch so ein bisschen fast gotisch, ne, Funk-Freaks, und dann stand da auch links 33 und rechts steht 45. Wenn du das jetzt irgendwie so siehst mit der Schrift, schwarz-weiß, 33, 45, könntest du ja fast denken, oh, dieser Aufkleber, Aufnäher, Batch, Patch, der würde irgendwas sagen wollen. Ne? So. Ja, heißt aber 33, 45 um 33 bis 45. Drehung. Umdrehung, genau, RPMs. Race per Minute. Ranzig per ist wieder in Ratze. Rasse pro Minute. Also das ist ja auch schon wieder. Ja, ist das schon wieder. Oh. Lässt du das jetzt endlich? Jetzt habe ich es heute. Ich hätte gewusst, ich habe es gleich verbrennt. Ah! Kunstbalance! Hier brennt das noch. Das ist entartete Kunst! Hier brennt noch entartete Kunst. Ja. Tatsächlich. Der Alex aber macht jetzt 33, 45 Umdrehung. Soll ich das mal wegbringen? Komm, ey, Arsch, ist auch gar nicht mehr arbeiten. In meinen Ofen kommt noch deutsches Papier und deutsche Eiche. Genau. Und verkleisterte Hirne. Ich hab weggebracht. So, ich hab weggebracht. Ja, achso, ja. Also, du brennst? Ja. Wir fangen heute mal mit einer kleinen Lichtshow an. War die kaputt, bitte? Das ist eine Schildbeeinigung hier. Also, das ist schön. Ah ja, wahrgenommen, sehr schön. Das ist sind Sie selber was zu tun, oder ist es? Kann man Buchstaben, super. Vorsicht, Aufnahme, ich fand das sehr schön. Stief das hier, hast du geguckelt? Nee, das ist nicht. Entschuldigung, Vorsicht, Aufnahme, das hat mir der Andi. Das ist eine komische Tapete.
mitgebracht. Oh ja, ich war wieder nicht noch 50 Jahre alt. Und Dennis ist ja schon am Kochen bei dir in der Küche, oder was? Ja. Alex, du bist doch wirklich unglaublich. Was ist das hier? Sind das die Chips, die du mitgebracht hast? Ich hab doch gerade hier sauber gemacht. Ich hab ja wirklich gerade da unten alles sauber gemacht. Ich hab ein bisschen was. Du musst ja alleinunterhaltermäßig hier was tun. Ja, ja, alleinunterhalter. Ich meine, wen willst du denn unterhalten? Das guckt doch eh keiner zu. Das kommt doch erst noch. Das ist doch nur ein Club für uns. Das weißt du doch. Hast du doch von deiner, hast du von deiner Frau jetzt auch erfahren, wie das hier läuft? Ja? Ein Zirkus gebastelt. So ein Schwachsinn. Das ist nicht ein Zirkus, den muss man nicht basteln, sondern der existiert. Bloß wenn man den Zirkus nicht zusammenführt an einen gewissen Ort, und auch noch kanalisiert durch diesen Kanal, den ich habe, und auf den Punkt bringt, nämlich um 20 Uhr oder 21 Uhr jeden Samstag, dann hat man von dem Zirkus nur recht wenig. Da kommt der nächste Athlet. Das ist der Andi. Der Andi ist da. Ja, heute macht er eh noch Mafia. Geht aber an der Knöpfe, ne? Jetzt ist er drauf. Jetzt sieht's los hier. Jetzt ist er drauf. Jetzt ist vorbei. Jetzt können wir ihn nicht mehr mit Alex anreden, sondern mit Nadelstreifenanzug beim Heizen. Nein, das ist die fünfte Sendung. Das ist das Problem. Achso, genau. Das hätte mir auch ins Mocken angezogen. Hättest du mal gesagt, Mensch. Ja, ich wollte mir auch ein Kleid anziehen, aber es hat mir nicht mehr gepasst. Ich klebe schwarze Person nicht mehr ein. Naja, das ist. Aber ich erstmal wieder. Kein schwarz ist erstmal nicht. Aber Alex macht schon mal Feuer. Ja, mit Dennis hat telefoniert. Ja. Die nicht von diesem Gast. Irgendwie hat man einen Kreislauf. Bei der Vater zu Hause und ist so ein bisschen Kreislauf, wie ich an die Absen sagt. Da kommt ja eigentlich in die Enge. Also mit dem Fahrradfahren, und kam vom Fahrradfahren wieder, sagt dann, war Kreislauf, fertig. Die Jugend von heute ist ohne mehr das, was immer war. Brauchbares Material ist nicht mehr zu finden. Ja, also, so viel krank wie in letzter Zeit war ich auch schon Jahrzehnte nicht mehr. Naja, ich war so viel krank wie in den letzten Jahrzehnten war ich schon davor nicht mehr. Ich war eh noch nie viel krank gewesen. Ich hab, zu viele Kinder. Andi, deine Kinder aus dem Haus waren wahrscheinlich auch alles vorbei. Natürlich. Aber wenn du Kinder hast, wenn du die Krankheit leisten kannst, dann bist du halt nicht krank. Außer man ist halt kurz vor Tod. Naja, eben, ich meine, da bin ich ja auch. Ja klar, das ist halt das Ergebnis davon. Wenn man halt nicht auf Krankheit reagiert, naja, dann reagierst du spätestens dann, wenn du wirklich die Beine wegziehst. Ach, das ist so schlimm. Ich meine, ich habe bei mir, ich bin ja immer, Ware kommt. Ware? Achtung. Ware ist für Ware. Haferschleim. Nee. Warum ist denn der immer so komisch, ey? Wer denn? Der da. Ist ja gar keine Banane da drin, ja. Wo ist denn die Banane? Wolfgang? Das ist halt Nadelstreifenbecken. Was willst du erwarten? Das ist Nadelstreifenbecken mit seinen Süßholzern. Wolfgang, wo ist die Banane? Das hat ja alle zu ihm, ich hab ja gesagt. Der hat alle zu ihm. Warte, Banane hat er nicht gesagt für das. Aber ein Bonbon hat er in der Tasche. Hast du Bonbons? Das wir, können wir, geh noch mal los, holen noch mal Chips oder so. Später. Wir sehen heute anders aus. Was ist los? Macht ja auch so eh noch Chips. Komm, geh mal los, hol mal Chips. Eine dicke Tasche. Ja, hast du? Ja, hier. Das ist schön. Ich bin schwimmen. Was singen oder was? Mac Milliardär. Was hast du denn gesungen? Ja.
Was für eine Opa? Was lohnt sich denn zu trellern? Was läuft noch jetzt so? So, Hinterhofparade. Oh. Wolle! Ja! Du hier! Ja! Ja. Freue mich, dich zu sehen! Ja, so! Für das Wetter gewesen, oder? Ja, ah. Wetter war heute! Thema 1, ja. Wetter! Thema 1, es kommt in Schwung! Heute gab's Wetter! Es gab Wetter! Heute war Wetter? Ja, doch, war schön, aber hatten wir schon lange nicht mehr Wetter? Wetter haben wir gestern erst gehabt, glaube ich. Aber es war Wetterteil, was weiß ich, wie viele Millionen. Aber es soll sich vielleicht mal diesmal eine Woche lang halten, wie ich gehört habe, das hoch. Bis Dienstag. Das ist ja fast dann schon eine Woche, das haben wir fast 3 Tage und bis Dienstag, ja, wäre eine Woche, ja. Die Wetterexperten sind am. Oh ja, mein Laubfrosch, der ist gerade im Streik, der will, ich sag mal. Der hat die Leiter umgekippt. Mir ist ja, ich kann da halt streiken gerade. Ja. Wolfgang, was machen wir denn mit dem Brot überhaupt? Macht doch was er wollt, nicht so Brot. Nicht so. Das ist aber mehr Luft als Brot. Ja, das ist ein Luftbrot. Das ist ein Egg-Mack. Luftschiff. Ein Egg-Mack. Airbag. Airbag kannst du doch verwenden. Ja. Hat eine gute Knautschdruck. Der hat nämlich noch, ja, auf jeden Fall. Also, hast du so ein Brot in der Größe müsste eigentlich wie viel wiegen, Alex? Kilo. 2 Kilo. Dieses Brot wiegt? 1,2. Noch nicht mal, ach, ein halbes. Ja, 600 Gramm. Ja. Das ist ein 600 Gramm Brot. Das ist Luft. Da hast du mehr Luft gekauft. Das ist wie Luftschokolade, weißt du? Ich habe nicht verstanden. Warum ist Luftschokolade nur teurer? Warum ist Luftschokolade teurer als normale Schokolade? Ja, weil es ist so viel Schokolade. Die Luft da drin ist halt immer. Muss man ja auch hinkriegen irgendwie. Ach so. Also, ach so. Also, der Vater hat es ja nicht aus. Jetzt steckt er das Geld wieder ein. Ich dachte, das ist hier. Genau, ein. Los. Was ist da, die Chips holen? Trinkgeld. Dazu hat er gesagt, Kräuterquark holen. Ist da eine Pfeile eingebaut oder warum ist sie so leicht? Ja. Nagelfeile. Das ist ein Knastbrot eigentlich, so ein typisches Egon Olsen Brot. Eigentlich. Da kennst du nicht. Ja. Machst du auseinander aber und dann. Expander-Schlagstock. Du kannst, aber lass du mal 4 Tage in der Luft liegen, dann kannst du ein Baseball spielen. Ja, dann kannst du das so. Dann kannst du das so nehmen wie das. Alex, du hast doch einen bestimmten. Ich weiß nicht, wo du hinguckst. In letzter Zeit. Fahrrad, in einem kleinen Fahrrad. Ja, mit Sonnenbrille im Keller. Das ist wirklich. Ja. Bis jetzt. Inner von der Gentleman geworden, ja? Ja, von der besseren Gesellschaft, ja? Das ist halt, die ist Blick. Ja? Die hat